Ich darf natürlich auch heute Abend wieder unseren Ehrenvorsitzenden Hubert Fassbender ganz herzlich begrüßen, der hier wieder an der Ringermatte sitzt und natürlich unseren Ringern natürlich die Daumen drückt. Wir über Gast in der Tabelle sind wir zurzeit an vierter Stelle mit 7 Kämpfen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass unser Trainerteam am heutigen Abend Daniel Andersson und Arthur Stockhoff unsere Mannschaft gut eingestellt haben, heute Abend hier diesen Heimkampf zu gewinnen. Damit natürlich alles vorgerecht und richtig über die Runde geht, brauchen wir natürlich nicht nur Ringer, sondern wir brauchen auch einen Kampfrichter am heutigen Abend. Und begrüßen Sie mit mir heute Abend den Kampfrichter Steffen Barth aus Rheinland-Hockenfeld vom RKG. Er hat natürlich ein Team am Auswertungstisch hier vorne sitzen, die ihn natürlich unterstützen. Ganz herzlich begrüßen wir auch das Medical Service aus NRW, die heute Abend für die Gesundheit unserer Ringe und natürlich für Sie hier in der Halle zuständig sind. Schön, dass Sie hier seid. Auch wie wir immer, danke dir für die Technik am heutigen Abend wieder, dass du mich da unterstützt. Dass wir natürlich heute Abend wieder schöne Kämpfe sehen möchten, dazu brauchen wir natürlich Ringer. Logische Sache im Endeffekt. Und wir begrüßen am heutigen Abend für die Martin-Engler für unsere Gäste. Wir kommen heute, die Gäste kommen vom KV Ringelsberg aus dem Saarland in der Heimat. Ich darf Sie im Namen des Ringelclubs Bergen heute Abend ganz herzlich begrüßen und hoffe, dass Sie eine gute Anreise hier nach Bergen hatten. Gleichzeitig gilt auch einen Gruß an Ihren Trainer, an Edgar Paulus. Ich darf nun unsere Mannschaft begrüßen. Ich entschuldige mich direkt voraus schon wieder, wenn ich nicht alle Namen richtig ausspreche. Es liegt, war es nicht benachrichtigt und entschuldige mich schon in der Richtung. Wir kommen nun zu der Begegnung. Griechisch-Römisch, 57 Kilo. Zurat Matschalaski gegen Borislav Kirillov. Des Weiteren. Beraya Jamali gegen Moritz Paulus, Freistil 61 Kilo. Griechisch-Römisch 66 Kilo. Alexandro Biccio gegen Paul Riva. Freistil 71 Kilo. Sunda Hussein Suleimani gegen Mukamad Zagare. Griechisch-Römisch, 75 Jahre. Melvin Pelzer gegen Janik Malz. Freistil, 75 B. Musa Suleimanov gegen Gregory Tiakov. Griechisch-Römisch, 80 Kilo. Antonio Kamadjavic gegen Dilan Zini Hamadali. Freistil, 86 Kilo. Oktay Hassan gegen Robin Paulus. Griechisch-Römisch, 98 Kilo. Daniel Andersson gegen Jura Dimitrov. Ja.
und Freistil, 130 Kilo. Abus Nurmagomedow gegen Elvini Rusev. Ja, meine lieben Ringer, ich hoffe, dass Sie uns heute diese Superkämpfe liefern. Sie sind das Aushängeschild für diesen Sport. Und ich hoffe, dass unsere Mannschaft auch hochmotiviert ist, heute Abend hier diesen Eintrag zurückzusetzen. Sie möchten natürlich etwas dagegen tun, das ist logisch, aber das ist das, was heute Abend Spaß macht. Dafür wollen wir diese Kämpfe heute Abend sehen. Machen Sie das für unsere Zuschauer. Und ich darf nun an den Kampfrichter Steffen Barth das Kommando übergeben. Lau nicht rückwärts. Locker, ich muss rot, Kevin.
des Kampfes Fuad Al-Shaabili. Bravo!
Aktien. Und das ist Finger durch den Feigel.
Thank you.
Sieger des Kampfes Johann Wittigbrock. Der nächste Kampf griechisch-römisch, Rechtsrechtsspielo Alexandro Piccio gegen Paul Rima. Thank you.
sitzen. Andiamo!
Okay. Aktion bei
Dass ich mit dem hier mal gesprochen habe. Yeah!
Nope. Ja, 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 ja
Bye.
aber wer hat denn da? Ja, ja, irgendwie. Ich habe nur alle Ringer, die zur sportlichen Wahl abgeben, mit auf die Matte.